Ihr habt uns da wirklich ganz gut durchgelotst und gelotet, und das ja, hat dann den Erfolg gebracht. Hallo Anna, schön, dass du dir die Zeit nimmst, nochmal mit mir zu sprechen. Stell dich doch mal für die, die dich noch nicht kennen, kurz vor. Wie heißt du und was macht das Unternehmen, in dem du arbeitest? Sehr gerne. Mein Name ist Anna Salgado. Ich bin seit 2,5 Jahren bei der Migosens und habe dort den Bereich HR inne oder betreue den Bereich oder baue ihn mit auf. Das ist das Spannende, weshalb ich mich auch für Migosens entschieden habe. Migosens ist ein Beratungshaus für die Bereiche Datenschutz, Informationssicherheit, aber auch Work Smart, also ganz aktuelles Thema. Ja, wie geht man mit der neuen Arbeitswelt um? Deswegen ist es sehr spannend, weil es von bis ist, aber unser Hauptfokus ist der Datenschutz. Und ihr sucht ja eben auch Mitarbeitende für einen sehr spezialisierten Beruf. Da gibt es ja jetzt nicht ganz, ganz viele. Warum habt ihr euch denn entschieden, neue Wege zu gehen, was jetzt die Bewerbungsfindung angeht? Ich denke, weil das so wie bei vielen anderen auch ist, dass Corona die Bewerberzahl nicht gerade erhöht hat, sondern eher minimiert hat. Fachkräfte sind sowieso gefragt und auch schwierig zu finden. Und wir hatten tatsächlich fast ein ganzes Jahr eine Flaute, wo dann ganz, ganz wenig Bewerbung reinkam. Also ein Rückgang, das habe ich mal evaluiert, ein Rückgang von 80%. Das Wow. ist natürlich Okay. eine mega ernüchternd, ne? Und ja, Ja. und dann konnte man einfach nur mal überlegen, welche anderen Wege man gehen muss, um sich abzuheben, um überhaupt dann die Leute zu bekommen, die zu uns passen. Und wir haben ja für euch zum einen Videoclips erstellt, aber auch die Kampagne gemacht. Zu den Videoclips habe ich mal eine Frage. Und zwar, ihr hattet ja im prinzip ein Employer Branding Video gedreht, das war fertig, ihr hattet das Material. Nun haben wir irgendwie gesagt, für die Kampagne brauchen wir aber was, was Social Media kompatibel ist, kurze, knackige Sachen. Und haben das im Prinzip aus dem Material, was vorhanden war, produziert. Wie war das jetzt für euch? Ihr konntet euch ja am Anfang noch so gar nicht vorstellen, was dann hinten bei rauskommt. Und ihr habt uns ja da auch sehr viel Vertrauen entgegengebracht, ohne schon mit uns gearbeitet zu haben. Wie war denn für dich dann das Ergebnis mit den, ich glaube, es waren 6, 7 Clips, die da rausgekommen sind? Das hatte ich, glaube ich, mehrmals in den ersten Gesprächen zum Ausdruck gebracht. Und ich glaube, dass wir es so von allen Kunden hören, wie soll das gehen? Also unser Film war halt fertig geschnitten, auch schön, so wie wir ihn so auch für ein Employer Branding genutzt haben, aber eben nicht knackig und kurz genug für diese Ansprache, für die Bewerberansprache. Und also im Grunde hast du uns überzeugt und das Team, dass man daraus auch Sequenzen machen kann, die dann ja mit Synchronisierung und anderen Bildmaterial verbunden zu einem neuen Film generiert werden. Und ich sag mal, die ersten Filme, die dann reingekommen sind, da waren wir ja alle so, boah, ach so, ja, das ist super, mega. Also die Effekte, die man vorne dann auch einbauen kann, ja, also kurzum, das war total überzeugend. Na, also das hat uns echt geflasht, wie man so schön sagt. Codewort ISO 27001. Klasse, das freut mich. Und dann würde ich gerne noch mit dir sprechen über den ganzen Verlauf, den wir dann mit Kampagne und so weiter gemacht haben und hatten ja dann auch mal Feedbackgespräch und haben dann noch mal beraten und so weiter. Das ist auch noch mal für Kunden interessant, weil wir haben natürlich Kunden, bei denen starten wir so eine Kampagne und da geht es sofort los mit Bewerbung. Und dann haben wir auch welche, wo wir viel testen müssen, also viel ausprobieren. Und dann dauert das eine Weile, bis man irgendwann so den, ne, wo so der Knotenplatz, wo man merkt, da ist jetzt eine Tür und plötzlich öffnet die sich und dann geht's los. Wie war das für euch so von Anfang bis Ende, weil auch da habt ihr, also bis zu dem Punkt, wo dann auch wirklich es Schlag auf Schlag ging, da habt ihr euch uns ja auch viel Vertrauen entgegengebracht. Wie war dieser Verlauf so bis zu dem Punkt? Kannst du mir das mal so ein Ja. bisschen erzählen? Wichtig ist, dass man auch ein bisschen Geduld mitbringt, ne? Also ich sag mal, dieses A-B-Testung, die ist in unserem Fall sehr wichtig gewesen, weil eben ja auch geguckt werden muss, ist diese Ansprache jetzt richtig oder ist das Video, funktioniert das besser oder funktioniert ein Bild besser? Letztendlich war der Austausch mit euch immer sehr wichtig, auch zu sagen, das hat jetzt Bewerber gebracht, aber die waren jetzt in der Qualität noch nicht so, wie wir sie uns vorstellen.
Stellen, also der ganz enge Austausch und wirklich in der Phase der Kampagne sich immer auszutauschen, war Gold wert. Und auch ihr, die ihr immer dann auch gesagt habt, ja, lasst uns hier nochmal Schrauben drehen, da nochmal was drehen. Ja, und am Ende hat's ja dann auch geklappt, ne? Also auf einmal waren wir so überfordert mit dem, was dann reinkam. Ja, das war eigentlich genau das der andere Effekt, wo wir dann auf einmal sagten, okay, jetzt kommen die alle rein und was müssen wir jetzt tun und jetzt lass uns schnell sein. Das hatten wir auch so nicht so auf dem Schirm, aber ihr habt uns da wirklich ganz gut durchgelotst und gelotet und das ja, hat dann den Erfolg gebracht. Super, ja, vielen Dank da auch für euer Vertrauen, ne, über diesen Zeitraum eben. Ja. Klasse. Und ja, genau, noch eine letzte Frage. Würdest du uns denn weiterempfehlen und was würdest du denn über uns sagen? Ja, ich glaube, das habe ich jetzt schon zum Ausdruck gebracht, dass wir sehr, sehr zufrieden mit eurer Arbeit sind und waren. Und wir werden ja noch weiterhin Projekte machen, hoffentlich. Also im Moment müssen wir alles das abarbeiten, was reingekommen ist. Ja. Und wir sind halt auch nicht so groß, dass wir jetzt das auf 5 Leute verteilen können. Nee, also euch zeichnet halt aus, dass ihr wirklich am Puls der Zeit seid. Also ihr sprecht die Sprache des Kunden, ihr versucht euch in uns hineinzuversetzen und ja, geht auch nochmal in euch und sagt, okay, was kann denn dann da noch funktionieren? Und ich sag mal, die Tipps, die dann wirklich in so zum Jahresende auch nochmal kamen, die haben wir ja auch sofort umgesetzt und dann ist der Megaknoten geplatzt, also pragmatisch, schnell, freundlich, super kompetent. Ja, also Weiterempfehlung hoch, Daumen hoch. Super, vielen, vielen Dank, Anna.